kraftvoller Sound, eine Beschleunigung. Die Liebhaber schneller Sportwagen haben ein neues Highlight. Der neue R8 kommt in seiner stärksten Version, dem V10 Plus, mit richtig Dampf unter der Haube daher. Ist ein super Sportwagen, hat einen 10-Zylinder-Motor, der hat 610 PS, 560 Newtonmeter, beschleunigt super von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Alan McNish, Ex-Formel-1-Pilot und dreifacher Le Mans-Sieger. Wer anders als ein erfolgreicher Rennfahrer kann den neuen Supersportler besser beurteilen? Für uns schlüpft er in seinen Rennoverall und Helm und testet den neuen Audi auf der Rennstrecke in Portimão im Süden Portugals. Alle Straßenfahrzeuge haben von den Ingenieuren die DNA der Rennstrecke eingepflanzt bekommen. Deshalb versuchen wir, die Fahrzeuge für die Rennstrecke zu produzieren und dann die Technologie auf die Straßenfahrzeuge zu übertragen. Noch schneller, noch stärker, noch dynamischer, so präsentiert sich der Neue aus dem Hause Audi. Die enge Zusammenarbeit zwischen Renningenieuren, Motorsportlern und Entwicklern zahlt sich voll aus. Aus Sicht der Rennfahrer ist er wesentlich steifer und bis zu 40% ist das Chassis steifer. Somit ist die Rückmeldung viel direkter und als Fahrer bist du mit dem Auto viel intensiver verbunden. Die Ingenieure und Entwickler von Audi präsentieren mit dem neuen R8 ein komplett überarbeitetes Fahrzeugkonzept des Audi-Sportwagens. Der nach dem Mittelmotorprinzip verbaute, noch leistungsfähigere V10-Saugmotor ist nach dem Hochdrehzahlkonzept entwickelt. Ein Supersportwagen, der gut zu handeln ist. Es gibt so viele elektronische Helfer in dem Auto, dass man den R8 auf seine Fahrweise anpassen kann. Der verbesserte Quattro-Antrieb mit völlig freier und variabler Momentensteuerung macht den Audi R8 sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke noch dynamischer. Eine weitere Neuerung im Audi R8 ist der Performance-Modus im Fahrdynamiksystem Audi Drive Select, mit dem das Auto auf die Straße abgestimmt werden kann. Wir werden unsere supersportlichen Sondermodelle haben, die RS-Modelle beispielsweise, die auch von der Quattro gemacht werden. Also wir werden beides im Angebot haben für alle unsere Kunden und die meisten Kunden sind halt sportlich orientiert. 184.700 Euro kostet der R8 V10 Plus in Deutschland. Markteinführung wird im Herbst sein.